Stefan, wir bleiben jetzt beim Thema Sport. Die niederösterreichischen Brüder Andreas und Alexander Pürzel, die feiern nicht nur internationale Erfolge im Kraftsportbereich, sondern haben auch ein Fitnesscenter der besonderen Art in Wien eröffnet. Ihre Leidenschaft heißt Sport und Bildung. Ihre Motivation ist der Erfolg. Und das wollen sie auch ihren Kunden weitergeben. Deshalb ist auch das Gym selbst so gestaltet, dass es zu Höchstleistungen motiviert. Corinna Pum berichtet. Hier im zweiten Wiener Gemeindebezirk steht die geilste Hütte auf der Welt. So die Worte der Brüder Alexander und Andreas Pürzel. Sie haben 2016 das Fitnesscenter, das Gym Intelligent Strength, eröffnet. Es geht um Kraft und Fortbildung und daraus ergibt sich auch der Name. Im Prinzip ist das die Übersetzung von dem, wie ich Training finde, nämlich intelligent. 1998 hat Alexander mit dem Training begonnen. Sein Bruder Andreas ein Jahr später und er hatte auch die Idee, ein Fitnesscenter zu eröffnen. Unsere Leidenschaft ist Training und wir haben einfach unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht und haben die notwendigen Schritte gemacht, dass wir einfach so weit kommen. Das heißt, wir haben früher Wettkämpfe gemacht, dann haben wir uns gedacht, okay, wir wollen eigentlich im Training schlauer werden, haben selber Ausbildung gemacht, haben dadurch auch eine Ausbildungsakademie kreiert, haben selber Bücher geschrieben, haben dadurch Geld angespart und das Geld haben wir ins Gym investiert und jetzt haben wir einfach die geilsten Hütten auf der Welt. Weil wir die besten Werkzeuge, das heißt das Equipment, verbinden mit den Themen Education, Motivation und Entertainment. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Leute regelmäßig hier hart trainieren und Erfolge erreichen. Hier kommen nicht nur Wettkampfathleten, Kampfsportler und Fitnessbegeisterte, sondern auch Cineasten auf ihre Kosten. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und viele starke Persönlichkeiten sind Vorbilder und im ganzen Gym sind sie zu bewundern. Es sind auch da Charaktere, die da dargestellt werden, die einen sehr positiven Einfluss auf die Gesellschaft oder auf das Leben anderer gehabt haben und deswegen haben wir genau dort aufgehangen. Ja, Rocky, ein unheimlich positiver Charakter. Grundsätzlich war der Arnold Schwarzenegger ein Österreicher, erster Punkt, obwohl uns Nationalität überhaupt nicht interessiert, ja, könnte man das als Punkt anführen, aber eigentlich deswegen, weil er das gemacht hat, was er machen wollte und dadurch einfach der Beste geworden ist. Und der Grund, warum hier so viele Bilder und Eindrücke sind, ich glaube, dadurch wird man einfach sehr positiv indirekt beeinflusst. Und da Bildung und Intelligenz, wie der Firmenname schon sagt, ein wichtiger Faktor ist, gibt es sogar eine Leseecke im Fitnesscenter. Diese Ecke hier ist unsere Bibliothek mit über 700 Fachbüchern. Und wir haben uns gedacht, in ein Fitnessstudio gehört alles rein, also eigentlich in ein Gym gehört alles rein, was die Leute weiterbringt und weiterbringen bedeutet auch gescheiter werden und hier hat man die Möglichkeit, dass man sich einfach vor dem Training, nach dem Training oder während dem Training hinchillt, ein Buch nimmt und gescheiter wird. Als Athlet wird regelmäßig 5 bis 7 Mal pro Woche trainiert. Richtiges Training hängt auch vom Ziel ab, was man erreichen und welchen Körperteil man besonders trainieren will. Unserer Meinung nach muss man besonders darauf achten, wenn man den Körper trainiert, dass das Ganze ausgewogen und in Proportion bleibt. Das heißt, der Bizepsumfang oder der Oberarmumfang sollte der gleiche Umfang sein wie der Wadenumfang und wie der Halsumfang, also das Ganze proportional ausschaut und natürlich auf der Bühne ein gutes Bild ergibt oder eben draußen auf der Marie-Hilfer-Straße. Die beiden Brüder machen schon lange Krafttraining, allerdings nicht seit Anfang an. Wir haben mit Tennis angefangen, wie wir sehr jung waren und sind dann nach einigen Jahren ins Krafttraining reingerutscht und unsere Mutter mal ins örtliche Fitnesscenter mitgenommen und ab dem Zeitpunkt war mir klar, ich muss mich aufpumpen. Und irgendwann, naja, hat der Andi dann begonnen, ich glaube 2006 war der erste Wettkampf von dir, Andi. Also wir haben natürlich Wettkämpfe in Tennis schon gemacht, ja. Das haben wir schon richtig reingerutscht. Hat der Andi seinen ersten Wettkampf gemacht, das war damals ein Strongman-Wettkampf, also wo man den LKW zirkt und Steine irgendwo drauflädt. Und dann haben wir gedacht, okay, das interessiert mich auch. Habe dann mit Strongman begonnen, zwar mit Kraft-3-Kampf. 2009 habe ich meine erste Meisterschaft gehabt und bis 2018 war ich im Kraft-3-Kampf tätig. Wir wollten beide eigentlich Bodybuilder werden, mit 14 Jahren oder mit 15 Jahren. Dann sind wir abgedriftet in unterschiedliche kraftorientierte Wettkampfsportarten, also Kraft-3-Kampf, bei mir Strongman. Ich bin dann wieder zurückgekommen zu Bodybuilding, der Alex ist bei Kraft-3-Kampf geblieben, aber trotzdem, wir kommen aus einer sehr wettkampforientierten Familie. Sie haben als Kraftsportathleten schon viele Wettkämpfe für sich gewinnen können. Ich war dreimal bei der WM, dreimal bei der EM, habe bei der EM einmal Gold gewonnen, einmal Silber.
Das waren eigentlich die größten Erfolge, aber das Geilste ist natürlich das Feeling, was man bei EM und WM hat und die Leute, die man dort kennenlernt. Das ist eigentlich mit Abstand coolste. Ich habe meinen ersten Wettkampf gehabt 2006, Strongman-Wettkampf in Polen. Dann habe ich 5 Jahre lang Strongman-Sport betrieben in Österreich, national. Habe dann eher gewechselt in unterschiedliche Richtungen, teilweise Kampfsport, teilweise Weightlifting. Und seit 3 Jahren mache ich Bodybuilding-Wettkämpfe, National Bodybuilding. Sehr viele von unserem Team, von den Gym-Mitarbeitern machen Wettkämpfe. Also man kann Training, eine Wettkampfvorbereitung vergleichen mit dem Leben. Man hat Hürden, man steht auf wieder, man muss kämpfen, man sieht Progression, man lernt, wie man Fortschritte macht und das ist ganz, ganz entscheidend. Es tut immer irgendwas weh, also nicht großartig, aber man spürt halt ein bisschen was, weil du musst natürlich über den Gesundheitspunkt manchmal rausgehen, ja, und du gehst drüber und so weiter und so weiter, aber das Geile ist, es zahlt sich aus. Also wenn wir das, was wir predigen, auch selber leben, ist natürlich das ein Erfolgsrezept. Der Erfolg kommt jedoch nicht von ungefähr. Es gibt so etwas wie eine Erfolgsformel, an der sollte man sich orientieren. Und die lautet Genetik plus harte Arbeit plus der Glaube. Glaube meine ich damit, wenn man irgendwas macht und nicht daran glaubt, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Und das, was man von der Formel am besten beeinflussen kann, ist harte Arbeit. Und diese Variable sollte man zu 100% ausnutzen und das machen wir. Die Unterteilung in Arbeit und Nichtarbeit oder Hobby und Arbeit finde ich fast obsolet irgendwie. Also es ist ein Tun einfach. Genau wie der andere sagt, ein Tun in die Richtung, in die man kommen will und so viel wie möglich davon. Punkt. In diesem Sinne, wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind.